90 Minuten das Spiel dominiert. Wir hatten einen Fehler und dieser Fehler hat uns bitter gekostet. Ich glaube, ja, normalerweise so eine klassische X-Partie, wo beide Mannschaften ja, zwei, drei gute Möglichkeiten haben. Und ja, Polen hat das ein bisschen mehr Glück gehabt als wir, dass ihnen der Ball dann genau vom Schädel fällt. Bei uns geht er halt ein paar Zentimeter daneben. Schnittpartie würde ich fast sagen, auf Augenhöhe. Sehr eng, sehr temporeich, sehr taktischer, denke ich, von beiden Seiten. Die Polen haben es clever angelegt, haben wirklich versucht, nicht ins offene Messer zu laufen. Und, ja, wir haben aber trotzdem gut dagegen agiert, auch selber eigentlich konzentriert gespielt, auch ihnen die Chance nicht gegeben, umzuschalten. Und ja, dann entscheiden Kleinigkeiten und das war halt die Standardsituation. Gute Stimmung, war wichtig auch, dass uns die Fans nach dem 0:1 noch nach vorne gepeitscht haben. Und ich hoffe, dass viele nach Israel mitkommen. Im Wissen, dass es jetzt 9 Spiele für uns gibt, die Qualifikation zu schaffen, mit sehr viel Motivation in Israel anzutreten. Man kann sehr viel Positives mitnehmen, wirklich. Also wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, haben den Gegner unser Spiel aufgezwungen, haben den Ball laufen lassen, bis auf wenige Situationen im Spiel, haben Chancen kreiert, Chancen vorgefunden. Das Einzige, was wir halt besser machen müssen, diese Chancen auch zu verwerten.